Insofern sollte das halbwegs okay, passen. Okay, Dry 2 und die 1. Adiho, herzlich willkommen zu Payday 2. Ja. Ein Spiel, was schon relativ lange draußen ist, was extrem gute Nutzerbewertungen hat, was wir aber noch nie gesehen haben hier auf dem Kanal. Und da wir ja so ein bisschen momentan, na nicht Problemchen haben mit Coup-Projekten, aber wir haben die letzten ja durchgebracht und jetzt stand halt wieder die Frage im Raum, was machen wir als nächstes? Und warum nicht diesmal ein bisschen was Actionreicheres? Zum Beispiel Payday 2, also im Coop, ich weiß, zusammen Banken ausrauben. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar Kate, Felix und ich. Hallo, was geht? Moin, moin. Was geht? Wenn der Sound zu leise und so zu laut ist beim Spiel, wartet noch ab, wenn wir das Hauptmenü verlassen, ne? Weil im Hauptmenü ist immer meistens ein bisschen was anderes als im Spiel selber. Ich habe deswegen jetzt ein bisschen deutlicher leiser gestellt, in der Hoffnung, dass es dann im Spiel so halbwegs passt. Ne? Also wenn es dann aber zu leise ist, dann sag gut gerne Bescheid. Ne? Deswegen ist es ja auch alles live, dass wir das dann auch nochmal ein bisschen umschalten können. Wenn ihr hier neu seid, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne auch ein Like da. Beides hilft mir tatsächlich einfach immer noch sehr. Und dafür, ne, auch dann ein Dankeschön, ja, auf jeden Fall von meiner Stelle aus. Und ansonsten würde ich eigentlich gar nicht allzu viel rumwuseldi-duseldien, sondern vielleicht sogar schon demnächst loslegen. Was sagt er? Ja, klar. Klar. Mir ist das Geld ausgegangen. Du hast Geld? Warum hast du Geld? Ich habe kein Geld. Ich habe auch 0 Dollar. Achso, weil ich habe Kontinentalmünzen. Ach, Leute. Ist das so eine, keine Ahnung. Mauerfall 10-Euro-Münze oder sowas? Nein, stimmt. Na, ich dachte, es geht hier um Bank ausrauben, deshalb. Ja, klar. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, ich muss noch mal mein Spiel neu starten. Ich glaube, der hat was mit der Auflösung nicht ganz genommen. So, dann nochmal. Der Plan für nächste Woche kommt jetzt schon so ein Stück weit. Der ist schon relativ fertig, aber noch nicht so endgültig fertig. Entweder heute Nacht oder morgen Vormittag kriege ich den durch. Kann ich aber schon mal sagen, morgen geht es ein bisschen früher los. Und zwar um 10 Uhr auf Twitch, weil ich nämlich morgen ein Geburtstagessen habe. Und das ist dann um 14 Uhr. Das wird dann, also 14 bis 17 Uhr bin ich quasi ja nicht hier. Und deswegen machen wir quasi von 10 bis 14 Uhr, also kurz vor 14 Uhr, dann ne, den Twitch-Stream. Und so kommt dann trotzdem morgen noch so halbwegs beides. Ausnahmsweise. Aber ja, wahrscheinlich schon heute Nacht irgendwann werde ich dann auch den Plan zumindest schon so halbwegs posten können. So, jetzt gucken wir mal. Sieht alles ein bisschen schwammig aus. Im Hauptmenü. Bei dir auch? Jo, ja, also. So, irgendwie also so als ich hab die Einstellung gelassen, die er mir jetzt hier ausgespuckt hat. Ich habe auch nochmal irgendwie auf 1920x1080 gestellt und das war richtig matschig. Ich weiß gar nicht, welche Einstellung ich jetzt habe. Warte, ich kann nochmal nachgucken, aber das geht. Warte mal. Das ist halt strange. Naja, hängt ja auch von dem Bildschirm ab. Aber ich habe meine native Auflösung, WQHD habe ich drin. In dem normalen Hauptmenü ganz am Anfang sieht es auch okay aus. Aber wenn ich in diesen komischen diese Übersicht gehe, wenn ich jetzt so einen Job aussuche, da sieht es so ein bisschen aus, als wären es trotzdem irgendwie nur so, weiß ich nicht, maximal so 720p oder sowas. Naja, ja, gut, egal. Das Spiel ist halt auch schon fast 10 Jahre, nee, über, warte mal, nee, doch fast 10 Jahre alt, ne? Ich denke mal schon. Also ich glaube 2013 oder so ist das rausgekommen, kann das sein? Das ist auf jeden Fall älter. Oder ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jährchen älter. Die Tutorial-Überfälle gibt es. Holt das Koks und USB-Stick. Leise, laut, okay. Ja, würde ich vielleicht sogar mal machen. Mal gucken, ob wir den schon direkt im Koop spielen können. Gameplay-Tipp. Nahkampfwaffen sind immer lautlos. Schalter, blablabla. Guckt mal, ob ihr jetzt schon beitreten könnt. Nee, kann ich nicht. Wo denn? Und über Steam habe ich jetzt geguckt. Achso. Ja, ich guck mal, ob das in-game geht. Nein. Okay, das ist schon echt ein bisschen. Ihr habt doch auf Online-Spielen geklickt, ne? Und habt da auch die Nachricht von Bane bekommen. Vom 13.08.2013 um 0.02 Uhr. Schön. Okay, Tutorial ist nur Solo. Alles klar, dann können wir das schon mal knicken. Dann gehen wir mal wieder zurück. Spiel erneut starten, Spiel fortsetzen, Spiel beenden. Gucken, ob ich jetzt komplett aus dem Spiel rausgehe. Nee, geht, okay. Okay, also dann gibt's kein Tutorial für uns. War noch Enrico, schade. Nur noch DR. War noch Christian und Gaipe und Bo und Ania und GT86 und Salöer. Moin, 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 moin.
Okay, also dann nehme ich einfach mal einen einfachen Job. Dann gucken wir uns das mal so ein bisschen leisure an. So, der Zahnarzt. Erster Tag 50.000, spielt normal. Okay, dann würde ich den hier nehmen. Gucken wir mal kurz, was steht hier. Das Golden Grain. Okay, der faselt hier auch im Hintergrund. Gangster founders had a healthy suspicion of banks. This will require a plan. Okay, wir können es laut oder leise machen. Ich hoffe, das seht ihr irgendwie auch. Guck mal, ob ihr jetzt schon... Warte, ich nehme es mal an. Mhm. Verbindung zum Spiel fehlgeschlagen. Okay, geil. Jetzt, glaube ich. Irgendwie. Ja, jetzt konnte ich aber auf über Steam hier auch auf beitreten. Spiel beitreten, ja. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Gehen. Moin. Die geilste Maske von euch allen. Die ist nämlich mit... RGB und so. Geil. So, gucken wir mal. Überfall ändern, Spieleinstellungen bearbeiten. Was können wir machen? Beliebig, Taktik. Laut oder leise können wir auswählen. Was sollen wir machen? Erstmal laut, voll drauf, sagt er. Klar, aber wir machen beides erstmal. Die Runde wahrscheinlich schnell vorbei, aber ja, können wir machen. Beitritt erlauben, sag ich nee. Team KI, ja. Cheater automatisch kicken. What? What? Geil. Gemoddete Spieler erlauben? Nein, aber ich habe eh aus, dass jemand dazu beikommt. So. Ich würde sagen, das sieht sogar ganz gut aus. Karriere, Inventar. Gucken wir mal ins Inventar rein. Ja, also sehr viel Waffen gibt es ja hier eh noch nicht. So wie das aussieht. Waffe modifizieren, Waffe ansehen. Ja, DLC-Krimskrams. Nee, das haben wir natürlich alles nicht. Ja, ich. Sieht so aus, als könnten wir so erstmal loslegen. Na dann? Wie habt ihr denn andere Charaktermasken bekommen, bitte? Ich hab nur die eine. Ich auch. Ja, ja, ich auch. Ja, ich hab bei dem Charakter auch nur die eine Maske. Achso, na gut. Aber der Charakter ist halt cool. Okay, okay, okay. Kennt man auch an den zerrissenen Jeans. Oder was kennzeichnet coole Leute? Wusstet ihr das nicht? Oh. Hä? Okay. Huch, hallo. Und tschüss. Tschüss. Ich hab doch gerade ausgeschaltet, dass jemand dazukommen kann. Beitritt erlauben aus. Hä? Okay. Team KI, bla 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 bla. Spiele automatisch, ja. Achso, hier öffentlich Berechtigung. Warte mal, wahrscheinlich da. Nur Freunde, private. So, jetzt müsste es gehen. Okay. Komisch, was dein Spielarbeit. Na, ist egal. Okay, ich würde sagen, haben wir mal raus. Guck mal, was passiert. Ja. Habe ja schon gesagt, dass ich selbstgemachte Guacamole und Gemüse rechts neben mir stehen habe, was ich zwischendurch essen werde. Ich habe heute auch selbstgemachte Guacamole mit Gemüse. Mm. Mit Ofengemüse. Schlecht. In einem Tortilla eingewickelt. Ist auch Russell Crowe hier? Okay, ich weiß nicht, bei mir glaube ich. Ich weiß es nicht. Vorteile. Nein, nein, das ist ja nicht, Gage-Kurier, Risikolevel niedrig, Ausrüstung, Crew-Setup. Ja, okay, wir sind alle mit dem gleichen Zeug unterwegs. Ich sag mal bereit. Ja, total. Was soll passieren? Bitches! Okay. Okay. Sind Ganoven, die einen kleinen Laden betreiben? Bla 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 bla. Okay. Moin, setzen moin. Sie die Maske auf, um den Raub zu beginnen. Okay. Wie mache ich das denn? Mit G? G. Steht oben. Okay, watch this. Alright, let's get underway. Time to make that money. Oh. 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 Ah, ha, ha. Hier ist ein Zaun. Alles klar. Wo ist denn die große Waffe? Ja, Mann. Ja, ne? Ja, ja, es sieht so danach aus. Na gut. Ah, da oben noch. Jetzt hier. Ja, erstmal Leisure. Okay. Okay. Was haben die denn hier gemacht? Ach, kannst du mit Santa Fotos machen oder wieder was? Okay. Mit E schlagen, okay. Bis jetzt habe ich einfach alle umgeballert. Gott. Wurde einer von euch schon mal getroffen?
Ja, ich glaube. Ich glaube, nein. Wo sitzt ich mein weiß Leben? Nicht, also, ich keine bin überfordert gerade. Ich war auch mega überfordert. Ich glaube, unten rechts hast du, glaube ich, das ganze Zeug. Polizei kommt, ne? Hab einen Polizisten getötet. Sauber, ich guck mal oben raus. Tätowieren. Yep, da kommen die Polizisten. Aber es sind bis jetzt irgendwie anscheinend nur zwei Autos, müsste also so halbwegs klar gehen. Oh, die ist Munition noch überall rum. Chillig. Okay. Die Steuerung mal runterschalten gleich. Was müssen wir denn klauen hier? Das sind noch irgendwie Angaben. Guck mal, hier steht irgendwas. 23 Meter. Genau, ich bin gerade da. Mhm. Hier ist irgendwas, ich glaube... Diese Elfen, was ist für ein Elfen? Ich glaube, ich sehe hier irgendwie halt so Drogenpakete. Hier kommen so Special Forces, Leute. Mit Helmen und so. Okay, ich gehe zu Kate. Ich auch. Oh mein Gott, hier sind voll viele. Oh, hinten in der Halle. Ja, ihr habt zwei habe ich. Auch einen. Okay, jetzt geht's los. Polizeivorstoß im Vorgang. Alter! Oh, hier kommt gerade wieder eine Menge rein. Mhm. Shield is dead. Alter, sind es viele! Boah, die schmeißen Granaten. Ach, die hocken hier hinter mir. Ich dachte, du bist noch hinter mir und gibst mir Deckung. Ich weiß hier alle gar nicht. Boah, da hier vorne aber ordentlich was weg. Meine Güte, sind es viele. Okay. Wo ist der hergekommen? Die seilen sich von der Decke ab. Meine Herren. Uhuhui. Okay, also ich sag mal, ist ja witzig. Noch erwische ich hier ein paar, aber wir müssen ich glaube, wir sollten auf Dauer mal irgendwie gucken, dass wir mal irgendwie was hinkriegen, sonst. Ja. Eieiei, hat noch am Boden. Kommen die hier endlos nach? Ja, ich glaube, die kommen endlos nach, ehrlich gesagt. Wir müssen die Sachen klauen. Okidoki, na dann mal los. Hm? Da hoch. Oh Gott. Ah, lass mich durch. Hoch, okay, schau mal. Ich hab ein Paket eingesammelt. Nice. Meine Herren, ist das laut. Ich bin jetzt hier vorne bei einem. Ach so, die machen diese Pakete irgendwie, glaube ich, noch fertig. Halte F, um das Geschenk einzupacken. Okay, ich habe auch eins. Alter, sind das viele Polizisten. Jetzt sind die hier mit Schildern schon unterwegs. Die Schilder müssen wir auf jeden Fall zu zweit machen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Oh, Alter. Zielerinnerung, sprecht mit den Elfen. Mit den Elfen? Ach, die hier, okay. Wie spreche ich denn mit dem? Meine Herren, ist das viele, ey. Wie spreche ich denn mit dem? Ich weiß noch nicht so genau. Ich habe bis jetzt nur... Und lass Geschenke verpacken, okay. Ja, genau. Machen wir hier ein Christmas-Special, mitten im Sommer. Ja, genau, und wir bisschen was habe ich da tatsächlich sogar schon mitgenommen. Schild von hinten. Das ist ja nirgendwo mal halbwegs eine ruhige Sekunde. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Und ich will auf jeden Fall ein Visier auf meiner Waffe. Okay, die packen die mit der Zeit fertig, die Geschenke. Genau. Und dann können wir die irgendwie mitnehmen. Meine. Haltet die Stellung und lasst Geschenke verpacken. Ja, machen wir ja. So, wo muss ich denn die Geschenke hinbringen? Ich glaube noch gar nicht. Ah, okay. Oder? Habt ihr was rausgefunden, wo ihr die hinbringen müsst? Nö, nee. Ich habe einfach eins eingesteckt gerade. Hab ich auch. Ich glaube, wir müssen einfach vielleicht immer mehr einpacken oder so.
glaube auch. Ihr müsst die Elfen zwischendurch anschreien, dass sie schneller arbeiten sollen. Okay. Kannst du noch mit E einen mitgeben? Ja. Okay. Mal. Ja. Oder schon mal einer fertig? Irgendwo da hinten. Ja, ja, der räumt da immer mehr Sachen rein, ich sehe schon. Oh, man kann immer nur ein Geschenk mitnehmen. Ich muss was mal irgendwo... Irgendwo hin, ja, weiß ich nicht. Versuch gerade rauszufinden. Vielleicht zum Auto? Wo ist unser Auto? Hier stehen nur Polizeiautos. Vielleicht stehen wir im Polizeiauto? So, ja genau, ich kann das nächste auch schon nicht mehr mitnehmen. Kommen gerade auch keine Bullen mehr nach, ne? Ah doch, jetzt. Ich hätte nichts sagen wollen. I got the sniper. Kill the sniper. Mach doch mal fertig jetzt hier. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Guck mal da. Ja, jetzt. Aktiviere, bla, okay, jetzt müssen wir los. Okay, laufen wir mal los zum Ziel. Was ist das Ziel? Das ist das Koffersymbol. Hinten rausrennen aus dem Laden. Ah, da. Ja, hier sind so viele Hände auf dem Bildschirm. Sichere das Geschenk, okay. Wie mache ich das denn? Wahrscheinlich reinschmeißen. Aber geh? Womit? Ja, geh. Ah, nice. Okidokel, dann. Ich glaube, wir können wahrscheinlich noch mehr mitnehmen. Ja, ich denke auch. Übelst viel Leben schon verloren. Okay. Vier Stück brauchen wir insgesamt. So, ich geh mal rechts um die Ecke. Mann. Die sind fertig. Ich hab eins. Ich hab eins. Ja, da waren noch ein paar fertige, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir mehr Geld kriegen, ne, wenn wir jetzt hier mit. Ja, ich bin auch noch. Wenn er könnte, nehmen wir ruhig noch eins mit. Keine Ahnung. Bis jetzt halten wir es ja irgendwie halbwegs. Ah! Oh mein Gott, ich hänge im Tannenbaum. Kann es sein, dass die Pistole stärker ist als das Gewehr? Okay, seid ihr soweit? Ja, ich hab noch eins mitgenommen. Kriegen wir noch mehr? Nee, wir kriegen nicht noch mehr. Ich hab meins auch reingeschmissen, passiert nichts. Wir können also gehen. Okay. Aber wir müssen vorne raus weg, wir müssen gar nicht hinten mit raus weg. Sichere die Geschenke oder entkommen. Okay. Stimmt, okay. Das heißt, wir müssen die sichern, indem wir mehr Polizisten wahrscheinlich töten. Ja, wahrscheinlich. Das macht Sinn. Na dann sichern wir doch mal. Hört ihr die Musik die ganze Zeit im Hintergrund? Ja. Ich höre gar nichts mehr gerade. Ich muss hier auf jeden Fall mal leiser machen. Hier ist noch ein Geschenk. Ich hab's zum Glück relativ leise gestellt, aber was sagt der Chat? Die Elfen antreiben, dass sie noch mehr Sachen packen. Die arbeiten ja schon alle wieder nicht, die faulen Säcke. Was? Schreit nur an und sammelt Geschenke ein. Aber haben wir nicht genug Geschenke? Ja, also eins konnte ich jetzt noch einsammeln, eins stand da noch. Ich hab eine große Familie. Okay, nur dann. Bist du was für die Rente, sagst sagen? Du? Ja eben, genau, richtig. Muss ja auch schon lohnen, wenn wir jetzt so... Nee, das kommt wieder rausgeploppt, wenn du es reinschmeißt. Das kann da unten auf jeden Fall nicht mehr mit rein. Na gut, dann nicht. Ich geh wieder zum Zug. Es gibt Schildträger hier weiter oben links auf der Mauer. Okay, die Tasche kommt wirklich immer wieder raus. Sollte dann vielleicht einer von uns irgendwie im Inventar behalten? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einfach nicht mehr. Ich glaube auch. Sichert mehr Geschenke oder entkommt. Wir können auch jetzt gehen. Wir können auch mehr Geschenke sichern offensichtlich. Irgendwie muss es ja gehen. Vielleicht können wir mit den Geschenken, die wir gesichert haben, quasi dann einfach rausgehen. Ja. Ja, dann packt euch doch jeder nochmal eins. Ja, ich habe für die Tasche draußen aufgesammelt. Was sie für Leichenberge liegen. Jetzt höre ich die Musik auch. Da. Furchtbar. Weihnachten im Partystadel. Warum mach fertig? Ist hier noch ein Geschenk? Ich hab eins. Oh,
Boah. Alter. Ist ja hier die Polizei, also hier ist ja mehr Polizei unterwegs als in ganz Berlin. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwo ein Fertiges ist, ich sehe gerade keins. Guck, lass gehen einfach, scheiß auf. Ah, hier kommt irgendwie so ein Tresor runter. Guck mal. Bin leer geschossen. Oh, hier ist ein bisschen durch. Weil irgendwie kriegst du gar nicht so richtig Schaden, oder? Also, keine Ahnung. Ich hab ja irgendwie. Wenig, also. Halb, ja. Keine Ahnung, normalerweise wäre ich jetzt schon 5-mal gestorben. Wo ist unser hier Fluchtding so? Hinten? Kein Plan. Hier ist ein Tresor, schaut mal. Da können wir noch irgendwie was machen. So, ich hab mir jetzt auch noch ein Geschenk mit. Okay, der ist jetzt weg. Ich hab den Tresor mitgenommen. Moin noch Ruppi, danke dir für deine Spende. Okay. Ich grüße euch beide von Ruppi77. Ja, vielen Dank. Zurück. Genau. Ah, das Gitter ist jetzt hier auch zu bei dem. Okay. Ja, dann. Uiuiuiui, hätte denn gedacht, dass ein Bankraub zu stressig ist. Ja! Ich dachte, das wird hier eine chillige Heißnummer, so. Aller Ocean's 11 Style. Okay, so, verpackt. Wo müssen wir denn? Verpackt mehr Geschenke sehe ich hier. Verpackt mehr Geschenke, ja, okay. Ja, dann gehe ich jetzt mal ein paar Elfen anschreien. Mach das mal. Ah, ich habe aber echt ein Leben. An? Kann man sich irgendwie heilen? Ich weiß nicht. Au. Keine Ahnung, vielleicht. Wie schreist du denn die Elfen an? Ich hau dir mal mit E. Mit F? Ja. Ich hab echt nicht mehr viel Leben. Oh, hier ist auch noch ein Geschenk fertig geworden. Nice. Oh Gott, ey, ich sterb gleich. Nein, tu es nicht, bitte. Wenn nicht, zieh dich ein Stück zurück. Genau. Grüße an Kate und Felix. Ja! Ich bin mittlerweile auch bei meiner Pistole angekommen, also ich hab nicht mehr sehr viel. Okay, sag mal hier durchlatschen, dann kriegst du eigentlich wieder wahrscheinlich genug Munition. Ja, ja, du kriegst halt immer irgendwie Muni. Mhm. Das war witzig ist, dass ich das Gefühl habe wirklich, dass die Pistole sogar stärker ist. Echt? Als das Gewehr, ja. Okay, probier's mal. Wenn du den in den Kopf schießt, sind die relativ schnell weg und ich habe aber irgendwie mehr, gefühlt irgendwie mehr Kugel da drin oder so. Ich kann auf jeden Fall, schieß ich damit schneller. Ja, okay. Oh. So, okay, verpackt mehr Geschenke. Na gut, ich geh nochmal rein. Hinten liegt sogar aber auch noch eins, ne? Ich seh eins, ja, ich seh kurz. Hab noch eins. Was soll ich hier hin tun? Eie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 
Ich renn schon mal vor. Jetzt doch, doch, das Symbol ist da. 70, 80 Meter. Genau in den Weg, das gibt's doch nicht. Ja, was hier rumliegt. Alter. Jetzt weiß ich auch, warum dabei stand, von wegen, dass man einstellen kann, wie viel Leichen hier noch rumliegen. Ah, okay. Oh, der steht noch. Okay. Jetzt hier noch eine Tasche mit. Oh, Errungenschaft, okay. Milch und Kekse. Juhu. Moin, auch Denise, moin. Well done, my friend. An die Polizisten spielen auch um Polen. Okay, als Geisel und was auch immer. Aha. Ja. Okay. Jetzt versuchen wir es auf jeden Fall mal leise. Ja. Das ist bestimmt nicht ganz so stressig. 150 Polizisten hast du getötet. Max. Ich? Nicht schlecht, ja. Höchste Anzahl von Kills und die Prototypen, 150. Sehe ich gar nicht. Oh, ich habe 93 nur. Echt? Oh Gott, dann habe ich bestimmt noch weniger. Du hast aber dafür höchste Anzahl von Special Kills, Kathi. 5 Stück. Du siehst es irgendwie über. Bei mir, ich bin noch in so einem Warte auf Server-Dings. Da steht über sich Statistik und sowas. Achso, ja, Statistik, ich sehe es. Ja. Eigene Statistik. Mhm. Hier steht bei mir noch irgendwie berechnete Erfahrung. Genau, ich bin 17%. Eieieiei. 69 Kills. Wuhu. 69. Oh. Nice. Und. Aha. So. Aber davon 31 Kopfschüsse. Neues Gewehr und so bekommen, meinst du schon mal? Stimmt. Zahltag. Auge oder sowas. Errungenschaft. Ich kann eine Karte ziehen. Zieh eine Karte. Ich nehme, ich weiß nicht, ich habe anscheinend schon welche. Keine Ahnung. Okay, extra Geld, extra Geld. Oh, auch, oh, ja. 20.000. Ich hab Waffenmod, Patronenhalter. Wow. Geil. Das ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Das weiß ich nicht. Wo kann ich das denn jetzt sehen? Inventar, ne? Waffe modifizieren. Sehe ich das richtig, dass man hier super viele unterschiedliche Waffenslots hat? Ja. Ja. Okay. Das sind 10 Seiten, aber du kannst so Schaden 63 hier, AK-Gewehr gekauft. Haben wir nicht, woher, wo siehst du das? Ich kann, wenn ich auf so einen leeren Waffenslot gehe, ist unten rechts klein geschrieben, neue Waffe kaufen. Ah, ja. So, danke. Jetzt modifizieren. Was? Neue Waffe kaufen? Bindung, Anfänger, extra, Angriff. Nicht auf Lager, geil, Gadget, warte mal, Gadget, auch nicht auf Lager, ja, das wird ja mal besser, Magazin, Visier, ich hätte ganz gerne mal wenigstens irgendein Visier. Ey, ich habe gerade nicht aufgepasst, wo wir das mit neue Waffe kaufen? Unten rechts, wenn, du kannst doch da irgendwie, warte mal, ich gehe mal gleich einen Schritt zurück, dann kann ich es ja genau sagen. Auf Inventar, dann hast du auch rechts so auf Waffen. Und wenn du da auf dein normales Gewehr gehst, draufklickst, ja, öffnet sich so eine Riesenseite mit irgendwie der Waffe ganz oben links. Dann klickst du auf so einen leeren Waffenslot und unten rechts steht Waffe kaufen. Ah, okay. Alles klar, danke. Ich bin shoppen. Gerne. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, ob das auf Windows 11 läuft. Kann ich dir nicht sagen. Wow, ich habe nicht genug Geld für eine Schrotflinte. Das kann doch nicht sein. Akimbo-Pistolen. Habe ich jetzt gekauft oder nicht? Muss ich da irgendwas bestätigen? Ich weiß nicht. Das ist ein Gegenstand aus dem Patch. So, Vorschau Waffe verwenden. Waffe ansehen. Oh, gibt's hier noch eine Pistole? Es gibt nicht genug Geld. Okay, ich hab, da war anscheinend mein Geld schon durchgebracht. Scheiße. Das ging aber schnell. Auch nicht genug. Hä? Ach, hab ich jetzt ist halt schon teuer, was? Ne? 58.000 alleine für irgendwelche Pistolen und so. Okay, es gibt einen lustigen großen Löffel als Nahkampfwaffe. Den nehme ich doch mal. Ach. Check das nicht. Gerade konnte ich. Egal. Mm-hmm.
Ach so, weil ich die gerade gemoddet habe, deshalb kann ich mir nicht mehr Cord leisten. Juwelier. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt aus seinem Stuff dann rausschmeiße. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal den nächsten anwählen. Ich nehme mal Juwelier, der wurde gerade von Eric empfohlen. Dann sollen wir den leise machen. Okay. Schrotfände, Scharfschützen, Akimbo, geil. Eine Kreissäge leise, nicht so unbedingt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja ein Elektro-Rotor oder so. Ah ja, das kann sein. Wo hast du den Nahkampf gesehen? Warte mal. Okay. Das ist Quatsch. Sogar Crossbows und so. Wie heißt das? Bögen und sowas. Verrückt. Tja, gucken wir mal. Möglicher Schleichbonus plus 5% Erfahrung. Das klingt ja schon mal gut. 150.000 kriegen wir für das Teil. Der ist auch schon ein bisschen schwieriger. Ach, man kann sich erste Hilfe-Dings kaufen, sehe ich gerade hier. Ah ja. Arzttasche verwenden. Okay, ich nehme mal eine Arzttasche mit. Waffen. Ah ja, hier gibt es auch eine Flaschbahn. Lustiger großer Löffel. Ja, den will ich auch haben. Ja, den Gin habe ich mir auch geholt. Ja, ne? Störsender, erste Hilfe, Min- und Hohlladung. Leichensackkoffer. Erschütterungsgranate. Das ist nicht so leise wahrscheinlich, ja. Klassischer Anzug. Was gibt's denn noch? Ach, man kann sich auch Westen holen. Krass. Leichte Schutzweste, Schutzweste. Ja, aber ich weiß nicht, ob die dann ein Entdeckungsrisiko hast, da unten rechts. Stimmt, Ausdauer, Stabilität. Aha. Ja, ne, die reduziert das aber mal enorm. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Nicht. Leichte Schutzweste erhöht es nur wenig, tatsächlich. Aber man sieht sie eigentlich immer noch. Okay, es gibt noch, was da unten für richtige Panzer quasi alles noch gibt. Ich gehe mal das wieder ist weg. Witzig. Was haben wir noch hier für neue Waffe? Pistolen? Oh, und es gibt übrigens Erste-Hilfe-Sets, sehe ich gerade. Ja, sag ich ja. Achso, Entschuldigung. Ich war gerade schon, ich habe gerade modifiziert, war voll in meiner Welt. Ich kenne das. Oh, ich hätte gerne diese Auge oder was das da sein soll. Na ja, egal. 175. Hey, Crewboss. Richtig. Ja, wie sieht's aus? Ja. Ich guck gerade, ob irgendwas Teilgedämpft ist, aber ich glaube nicht bis jetzt, ne? So, ich bin ready. Ist egal. Kate, wie sieht's aus? Ja. Hab mir noch schnell Schutzweste angezogen. Nice. Hast du doch auch schon? Oh. Dann bist du aber lauter jetzt. Jetzt verrätst du uns aber. Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich brauche ein bisschen länger, das ist so. Diplomats and trophy wives buying it, no questions asked. This is going to be cake. Let's get going. Okay. Ich sag mal bereit und dann schauen wir mal. Ich auch. Wieso mache ich das nicht da? So. Sehr schwer. Sehr schwer? Oh Gott. Und leise müssen wir sein. Hm. Ach, da geht's noch. Es geht noch viel schwerer. Also lasst euch davon nicht schocken. Ja, gut. Ach ja, sowieso nicht. Ich glaube, es 5 oder 6 Totenköpfe geht das. Okay. So, okay, Maske wollen wir ja diesmal nicht. Hier geht's rein, halte gegen. Stiehlt und sichert den Schmuck. Okay, hallo, Freunde. Was geht? Was geht? Guten Tag. Kann ich bitte? Schlag die Dings, aber... Erkundungsmodus, maskieren, um den Raub zu beginnen. Oh, da hat jemand den Raub für mich begonnen. Okay, es geht los. Setz die Masken auf. Klau die Uhren. Hier ist irgendein Alarm losgegangen. Es geht wieder los. Ja,
Es ist wirklich ein großer Löffel. Ja. Sollten wir nicht ruhig bleiben? Ja, ja, eigentlich schon. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Klaut ihr wenigstens Schmuck oder mich? Ich versuche gerade, mich hier um die Polizisten ein bisschen zu kümmern. Okay, ist gut. Okay, jetzt verstehe ich, warum es schwerer ist. Ich nehme mal ein bisschen Schmuck mit. Die machen diesmal deutlich mehr Schaden. Schau dich mal mein Leben an. Okay, ja, das war bei mir Standard vorhin, ehrlich gesagt. So. Au! Okay. Kann ich die Uhren hier nicht mitnehmen? Was soll denn das? Es steht noch mehr Schmuck. Haben wir nicht schon genug? Okay. Weiß nicht. Ein bisschen mehr. Vielleicht gibt noch was. Hier kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Schmuck. Hier, ich hab noch was. So. Schmuck stehlen. Hä? Ich wäre ja gerne ruhig geblieben. Ja, ich eigentlich auch. Aber keine Ahnung, da hat auf einmal einer eine Waffe gezogen und dann ging's irgendwie los. Ich glaube, das war Jimmy. Halte, ach guck mal, meine Hände zu fesseln. Ach, man kann die fesseln hier, Lull. Warte mal, mach ich mal. Zack, so. Ich hab auch Leichensäcke und so einen Spaß, ne? Ja, müssen's ja nicht übertreiben. Ah. Ja, ich meine, so das hab ich tatsächlich auch noch mit dabei. So, komm raus, Leute. Steht und sichert den Schmuck. Hier geht's raus. Ah, ich hab einen Tresor hingefunden. Oh Mann, hier kommt ein richtig fett gepanzerter Dude rein. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich bin tot. Nein! Nee, mir hilft irgendjemand hoch. Wahrscheinlich der Bot. Ja. Der Bot, der uns diesen Überfall überhaupt erst eingebrockt hat. Ich habe, glaube ich, zuerst geschossen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir hätten die auch K.O. schlagen können wahrscheinlich, ne? Das wird sich mit eingefallen. Oh, das ist ein Ressort. Ja, keine Ahnung. Hab nur gesehen, dass irgendwann mal eine Waffe gezogen wurde. Ja, ja, da habe ich so einen Bohrer dran gesetzt. Ja, perfekt. Wie kann hier raus? Der braucht aber noch ein bisschen, der Bohrer, so wie es aussieht. Ja, toll, weißt du, die Polizisten kommen hier mit irgendwelchen Granaten rein und haben, glaube ich, einen Zivilisten gekillt. Ich bin aufgehoben. Okay. Hoch. Ah, danke. Und wir kriegen jetzt $1000 weniger. Wegen Reinigungskosten. Das ist nochmal so ein dickerer Boy am Start und die sind auch mit Schildern mittlerweile dabei. Wir können abhauen. Sicher? Der Fluchtwagen stand da gerade. Wir müssen auf die Tresoren zu warten. Ja, können wir auch machen, klar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben nicht weder genug Schmuck noch sonst irgendwas. Mal noch mal eine Maus, mal moin. Der hat euch erkannt. Ah, okay. Kann ich denn meine erste Hilfe nutzen? Okay, der Bohrer ist irgendwie durch. Aber irgendwie auch noch nicht so ganz. Na gut. Das war ja blöd jetzt. 216 Sekunden noch. Okay. Alter. Ah, oh mein Gott, ich bin ja schon mal tot. Aua. Ich auch. Ich sehe nichts rein. Ich hab doch eine erste Hilfe. Komm hier mal alle her. Ich kann das nicht nutzen. Ja, bin auch so gut weg. Ich bin tot. Aber ich kann auch schießen, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin auch so halbwegs tot. Wahrscheinlich, weil der Bot noch lebt. Okay, ich werde irgendwie hochgeholt. Ja, ich auch. Ich bin irgendwie wieder weg. Ich bin wieder da. Schon wieder tot. Das ist witzig. Au, mich schlägt irgendjemand. Ah, ich werde von so einem Schutzschild beschützt. Nice. Oh. So, oh. Gescheitert. Okay. Krieg ich trotzdem was dafür? Mann, wie macht man das denn leise? Ich schätze mal, wir müssen irgendwie gucken, dass wir weniger erkannt werden können. Total. Aber wie. Vielleicht sollten wir nicht einfach so in den Laden rein. Kann man nicht außenrum? Da war doch so eine Gasse. Kann man da nicht durch die Fenster irgendwie durch? Ja, oder wir gehen jetzt erstmal langsam. Ja, und keine Maske aufsetzen, erstmal, würde ich sagen. Mein Inventar kurz. Schütz. Das war doch gar nicht. Hier ist echt noch relativ angenehm drin. Wird klar. Die Anzahl nutzen. Musst du sie durch Gedrücktheiten von G platzieren. Ah, okay.
Ah, auch der große Löffel zum Beispiel verstärkt halt auch hart mein Entdeckungsrisiko und sowas, ne? Also. Oh. Warte mal, wenn ich gar keine Waffe nehme, kann ich das machen? Doch, nee, geht nicht. Wie seid denn ihr. Hä, wie kommt man denn wieder raus? Achso. Vorteile. Nee. Also jetzt bin ich noch bei. Guck mal, Kate ist sogar bei 10 angekommen. Bei einem Wert von 10. Wie hast du denn das gemacht, Kate? Ist das gut? Jetzt habe ich 14. Also, ich habe Akimbos als Hauptwaffe und meine Pistole dabei. Ich habe jetzt die Weste ausgezogen. Und als Nahkampfwaffe habe ich ein Waffenholster. Aber ich überlege, ob ich da einfach irgendwie ein Messer oder meine Faust nehme. Ja, ja, genau, das habe ich auch gemacht. Ins Inventar gekommen. Ist hier bei mir und gar nichts bei mehr. Ausrüstung. Ausrüstung, danke. Ah ja, stimmt. Faust mache ich auch. Anzug, danke, Maurice, für deine Spende. Danke für die tolle Laune beim Zuschauen. Ja, ein bisschen strugglen wir ja gerade noch, aber wir versuchen es. Danke, danke, Maurice. Schalldämpfer sind auch gut. Ja, aber also ich habe jedenfalls noch keinen. Ich habe auch noch keinen. Aber jetzt schaut doch mal, jetzt sind wir bei 14, 10 und 14. Das sieht doch jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Was ist das? Was sagt die Zahl? Je höher das ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden. Ah, okay. Irgendwie sowas. Wie hast du die Dings runtergesetzt? Die was? Wie bist du auf 10 gekommen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe halt keine große Waffe dabei, sondern halt nur einmal meine Akimbo-Deagles und wie einmal eine normale ablegen? Pistole. Du musst einmal auf die Waffe klicken und dann eine andere irgendwie nehmen. Also ich hab mir halt Akimbos dazugeholt und die gelten halt als große Waffe offensichtlich. Ach, du hast dir vorher schon Akimbo geholt, ne? Ich kann jetzt nämlich keine mehr wechseln, okay. Ich bin jetzt zur Standardwaffe wieder zurück. Die ist zumindest etwas besser als die AK, die ich zum Beispiel dabei habe. Ja, ach, ist jetzt wurscht, komm. Okay. Crew Setup. Ah ja, da sieht man es auch nochmal. Ja, ne? Und vor allem meine Akimbos sind schallgedämpft. Oh, echt? Mhm. Ach, vielleicht, doch sowas. Vielleicht auch deswegen, ne? Also. Okay, also, ich würde sagen, wir starten mal nochmal. Danke für die tolle Laune beim Zuschauen. Und diesmal gehen wir nicht vorne rum rein, sondern suchen wir uns vielleicht einen anderen Weg. Okay. 8 Taschen sollten reichen. Mhm. So, jetzt ganz locker. Habe ich denn eine Waffe? Sieht man eine Waffe bei mir gerade? Nee, ne? Mhm. Gut. Ich gehe mal links außen lang. Du hast aber irgendwas um meine Hüfte hängen. Ja. Das ist eure Ausrüstung, glaube ich. Hier, Medikit. Guck mal, der hat ein Fragezeichen. Ja, okay, das geht los. Hä? Warum? Ja, ich glaube, die Wachmänner dürfen uns nicht sehen. Ah, okay, warte mal. Der gibt auf. Nee, der hat du wurdest gefesselt. Warum? Ich hab nichts gemacht. Warte. Das war's. Hä? Wir dürfen denen nicht zu nahe kommen, so wie es aussieht. Okay. Kannst du mich hier rausholen? Oder wenn nicht, dann hätten wir irgendwie, ja. Hallo. Danke. Ja, aber ich will das eigentlich nicht laut machen, also. Nee, ich auch nicht. Lass uns mal neu starten. Probier nochmal. Aber ja, Neustart. Ja, witzig. Ja, wenn ich auf Neustart klicke, doch, jetzt mach das. Okay. Also wir dürfen ihn, glaube ich, nicht zu nahe kommen. Oder vielleicht killen wir den halt silent, wenn er draußen rumläuft. Das könnte natürlich gehen, ne? Naja. Ja, könnten wir versuchen. Ja, probieren. Bei Unboxen oder so, ne? Habt ihr Silencer? Ja, Fäuste. Achso, okay. Ich bin ready. Sorry. So, schauen wir mal nochmal. Okay, we need to clear the joint out. 8 bags ought to do it. Auf ein neues. Wie kann man denn normal laufen und nicht rennen? Hallo? Ich weiß nicht. Ja. Ja, guck mal, unser Dude hier, der läuft halt, der rennt nicht. Weil so joggen ist auch schon auffällig, ne, wahrscheinlich. Weißt du nicht, ich glaub nicht. Ja, keine Ahnung. Keine Verdächtigen. Achso, ich darf mich noch nicht mal hinhocken, okay. Ah. Wir könnten jetzt hier erstmal auskundschaften. Ja, das macht gut. Aber wir dürfen den Sicherheitsleuten auf jeden Fall nicht zu nahe kommen. Genau. Ich geh mal rein. Erstmal okay. Ich geh mal außen rum. Da steht ein Sicherheitsmann in der Gasse. Die Vitrinen lassen irgendwas? Ein Zaun?
Stuff only, okay, da darf man nicht weiter. Ja, so weit, so gut. Ich komme wieder raus. Hier steht ein Polizist. Oh, ein Hotdog-Verkäufer. Boah, ich hab voll Bock auf einen Hotdog. Geil. Vielleicht, wenn wir in eine Gasse gehen. Da sind zwei Wachmänner gerade. Genau, das sind zwei. Ja, aber wenn wir dann irgendwie die Silent killen vielleicht oder sowas? Dann probieren. Wir könnten versuchen, uns jetzt zwei an die Wand zu schleichen, aber da müssen wir wirklich schleichen, ne? Das merken also, die sofort. Auf die zu joggen können wir jetzt nicht. Das merken wir. Wir haben ein kleines Zeitfenster. Hinter ihm maskieren und dann Silent aus dem Weg räumen. Und Pager beantworten müssen wir anscheinend irgendwie auch noch. Okay. Und das Fluchtfahrzeug hier vielleicht? Guck mal. Könnte sein. Könnte sein. Ganz unauffällig, was hier rumsteht. Ja. Das einzige Auto, was auf der Garten. Nee, es sind zwei Autos, die hier stehen. Aber beides waren das gleiche. Angelweit auf den Türen. Okay, warum ja, versucht immer umzunocken. Ja, quatsch mal die Lady da an. Das ist, wirkt bestimmt nicht verdächtig. Hey, Lady. Alter, die sieht aber auch hart drauf aus. Ja. Es sind hier halt zwei in der Gasse. Ich kann nicht sein entschießen, sonst können wir vielleicht ja das irgendwie so versuchen. Vielleicht kriegen wir einen anderen Zugang in der Gasse. Ja, die kann halt silent schießen. Ja, hier in dem Haus rein, selber, ne? Rechts ist nur einer gewesen. Ich weiß nicht, ich kann mich ja mal hier so hinstellen. Guck mal hier, bei dem Backstein. Da ist nur einer. Das sieht gut aus. Dann lass uns den hier nehmen. Ja, knock den einfach um, oder? Kannst du den nicht einfach mit deinen Fäusten um noch? Wo? Ah, da. Ja. Okay. Naja, ich weiß nicht, vielleicht. Lass mich nicht probieren. Vor einem Schuss riskieren. Keine Ahnung. Das, wenn wir schießen, ist es wahrscheinlich zu laut. Dann werden die anderen wahrscheinlich alles irgendwie mitkriegen. Deswegen, ich würde sagen, Kate zieht die Diegel. Da muss ich aber die Maske aufsetzen. Ja, genau. Und zwitschert den mal voll kann über den Haufen. Okay, dann lass mich mal kurz mal da in die Ecke stellen. Ist in deinem Kopf. Gar nicht auffällig, was ich hier mache. Hallo, warte mal. Du hast nicht deine Diegel in der Hand, genau. Ich weiß. Danke für den Hinweis. Gerne. Nice. Drin hat jemand das. Hinten, der auf den nächsten. Beantworte den Pager. Wie denn? Keine Ahnung, irgendwas musst du ich machen. Ich bin an dem dran, ich sehe aber nichts. Zweites Down. Nice. Okay, das ist der Alarm. Ah, ja, egal. Ich habe den Pager nicht schade, aber wie macht man das denn, verdammt? Oh, ich mag die Eagle. The Eagle. Okay, wenn man Zivilisten tötet, gibt's auf jeden Fall einen Malus. Nein, ja. Das tust bitte nicht. 5000 ja, Tacken weniger. Ich hab heute ja wenigstens mal, ne? Die Bullen sind da. Testen. Ich fessel mal ein paar Leute. Mach mal. Und ich klau Schmuck. So, fesseln. Kann man doch bestimmt mit dem Sicherheitsleuten auch machen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Okay, klaut den Schmuck, Jungs. Ich halte die Polizei in Schach. Warte. Ich bin schon dran. Aber irgendwie wird es nicht weniger. Irgendwie steht die ganze Zeit immer noch 0 von 8. Recht. Bei mir steht oben links immer 0 von 8, 0 von 8, 0 von 8, 0 von 8. So, okay, easy peasy. Ich nehme hier die ganze Zeit noch mehr mit, aber puh. Okay. Oh, hier ist auch noch Schmuck. Vielleicht muss der Bohrer wirklich erst durchlaufen? Aber, Alter, ist da übelst viel Schmuck. Ja, ich brauche hier die ganze Zeit eine ganze Menge mit, aber irgendwie... Mama wird sich freuen. Ja. Oh, was ist das denn? Der Bohrer braucht noch 212 Sekunden. Die kommen hier schon mit schweren Anzügen rein. Ich versuch's hier so gut wie möglich fair zu halten. Ich bin jetzt auch dabei, wir haben nichts mehr zu klauen, das hat alles schon ausgeraubt. Ey, die befreien die Geißeln. Frech. Okay. Alter, der Mops. Oh nein, meine Diegels sind leer. Oh nee. Kommen im Zweifelsfall wieder rein. Jo. Muss ich nicht, muss die schweren Typen draußen halten. Das sind zu viele Kalinen, ne? Siehst du hinter dir? Ah! So. Oh, die sind neu, die sind gerade erst gekommen. Die sind neu, die gehören nicht zu mir. Oh
Wo steht das denn mit dem Safe? Wie lange der braucht? Du musst die Tasche zum Fluchtwagen bringen, dann zählt es. Okay, wir müssen zum Fluchtwagen und das Zeug wegbringen. Okay, ist gut. Mach ich. Boah. Der steht ja nicht mehr, wo der vorher stand. Wie frech, ich bin tot. Ah, der ist jetzt da hinten. Boah, das sind viel zu viele. Okay, hier darf ich nicht weiter. Jetzt ist doof. Okay, ich bin tot. Ja. Hier wird aufgeholt. Houston. Okay. Wir haben ein Problem. Ja. Ja, so ein klitzekleines bisschen. Meine Fresse. Ja. Ja, an einem, klassischen Patschi. Vorsicht hinter dir, Max. Ich bin schon auf dem Boden. Ja, ja, aber du kannst auch schießen, wenn du noch nicht komplett ausgenockt bist. Ja, ja, ich habe auch geschossen. Ja, Houston, weiter, weiter, ne? Ja, Felix auch, ich sehe Felix noch. Ja, ja. Lieb? Nö, ich laufe hier rum. Dann bin ich wahrscheinlich jetzt ein Bot. Ne? Das kann eigentlich sein. Da ist so eine Menge, da haben sie mich jetzt. Leg ich wieder. Bohrer am Laufen halten, ja, ja, ja. Hä? Okay, weird. Hat ihr noch irgendwie. Kann ich jemandem helfen? Muss ich jemandem helfen? Nee, ich glaube, ich bin schon komplett tot. Ich glaube, ich auch. Du musst es jetzt durchziehen, Felix. Scheiß links Wagen. Die Straße runter, links die Straße runter. Ah, okay. Ah, da war das Symbol. Jetzt muss der Bottas reißen, aber es sieht mir nicht so danach aus. Nee. Doch, der scheint ja gut einstecken zu können, ne? Vor allem holt der Felix wieder hoch. Ja. Bei mir holt er gerade den Bürgersteig wieder hoch. Felix liegt bei mir immer noch im Haus. Ah, lass mich hier durch. Das ist für die. Ah, verdammt. Ach ja. Ihr braucht Geiseln zum Zuschauen. Ah, aber wie macht man das denn? Wie quatscht man auch mit dem? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich auch mit F. Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht nicht auch sehr schwer spielen? Das ist ja, das finde ich nicht so schlimm. Aber ich hätte auch gerne Akimbos. So wie gesagt. Dinge. Ja, warte, jetzt glaube ich, habe ich es außerdem wieder gestartet. Ja, dann können, machen wir mal einen anderen. Wir können das gerne nochmal machen, das ist nicht. Das ist cool, aber ich hätte gerne. Wir können ja mal schauen, ob es den vielleicht wirklich nicht noch eine Stufe leichter gibt. Aber 2 ist halt, es steht zwar sehr schwer dran, Kate, aber das geht halt wirklich bis zu 5, 6 hoch. Das ist gerade mal Anfang Mittelfeld gewesen oder so, von den Schwierigkeitsstufen, die ich ausdrücken kann. Gar nicht mehr bei uns in der Crew. Bei mir schon. Bei mir nicht. Felix? Vielleicht sollte ich mal rausgehen ich und bin, rein. Ja, ich bin hier nicht in der Dings, aber ich wollte auch ganz kurz meine Waffe ändern. Ist aber alles gut. Bin gleich wieder da. Wir können ja mal wieder ein. Wir nehmen einfach mal ein hier. Bane, Go Bank, ein Tag normal. Nehmen wir das hier. Und dann mal schauen. Welche, wie heißen deine Knarren-KD? Weißt du das? Akimbo Deagle Pistolen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht. Ach doch, da. Kaufen. Ja, ich dachte, ich bin im falschen Dings gelesen. Vielleicht kann ich ja. Schallgedämpft? Ja, vielleicht kann ich ja die ja sogar, ne? Ah, guck mal. Oder hast du die gemoddet noch? Ja, okay. Ich habe Schalldämpfer dran gemacht. Mm. In der Modifikation, da gibt's 2 unterschiedlich und da habe ich den krasseren genommen, quasi. Vorschau-Mod, ah. Okay, hier gibt's nichts. Da müssten die sein. Mhm. Ah ja. Ja, ich krieg bei der großen Waffe zumindest, kriege ich hier nicht so wirklich was rein. Nee, bei Akimbo kann man machen, stimmt. Okay. Das wird nur schlechter, okay. Dann lass ich das mal weg. Ja, also, ne? Ich würde sagen, machen wir es mal. Mhm. Okay. Huch, achso, ja, okay.
Später, wenn ihr bessere Ausrüstung habt, wird es wird schwer leichter. So, wir haben hier eine Bank. Keine große Filiale, aber wie ich erfahren habe, befinden sich in ihrem Tresorraum kurzzeitig größere Mengen an Bargeld. Devisen. Wie auch immer, ihr wisst, wie ihr es macht, auf eure Art. Schleicht euch leise hinein oder lasst die Hölle los. Jedenfalls habe ich eine nette Idee, wie ihr das Geld rausschaffen könnt. Ihr werdet sehen, was ich meine, wird euch gefallen, denke ich. Schleichen ist möglich. Na, dann machen wir. Versuchen wir es doch. Geschlichen. Bei mir sind immer noch wir beide nur in der Lobby. Ich gehe jetzt aber mal einfach davon aus, dass Felix dabei ist. Ich bin dabei, ich sehe dich zum Beispiel nicht in der Lobby. Ah, okay, gut. Ja. Das ist fair. Genau. Ich frage mich, wie man das Ding beantwortet hätte. Den Repeater da, oder was das war. Okay, wir können Keycards finden. Was war der zweite Satz? Maybe in the, das habe ich nicht verstanden. The trunk? Trunks. Ich hab's, irgendwie Kofferraum? Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe nicht zugehört. So, aber... Also hier ist schon mal nichts. Findet die Schlüsselkarten für den Tresorraum. Das ist die Bank. Gut. Wenn ich jetzt hier reingehe, kriege ich wieder auf die Fresse, ne? Kriege ich nicht rein, besser. Ja, ich glaube, prinzipiell gesehen können wir schon reingehen. Wir dürfen halt nur den Leuten nicht zu nahe kommen, also den Sicherheitsbeamten. Ich telefoniere hier nur, ich mache gar nichts. Ich sehe Felix überhaupt nicht. Ich sehe deinen Namen halt auch nicht, du siehst meinen glaube ich auch nicht. Achso. Die Prototypen sehe ich gerade. Ich sehe euch alle beide. Wo ist die Katze? Gut. Rennt hier gerade irgendwo wahrscheinlich durch die Gegend. Ich stehe jetzt genau hinter Max. Dann sehe ich dich nicht, ne. Ja, ich sehe dich nicht. Nice. Witzig. Ja, Kameras, ne? Soll es ja auch noch irgendwie geben. Guck mal, hier ist eine Hebebühne. So, das sieht halt statt. Ah. Wow. Ich bin rausgeflogen. Dankeschön. Echt? Okay. Ja. Stimmt. Kate ist jetzt Joy. Okay. Stimmt. Da ist sie. Guck mal, ob du nachjoinen kannst. Ich geh diese Leiter hier hoch. Was ist denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Krieg ich da Mecker? Vielleicht. Auch geil, so einfach so ein Schild mit No Weapons. Oh, schade. Autos können wir erst mit Maske untersuchen, okay. Klappt's, Kate? Mhm. Na, dann können wir gleich wieder rausgehen. Warte mal, Freunde einladen. Kann ich vielleicht meinen Kauf abschließen mit der Kimbo? Schaut mal so. Warte mal, ich habe eine Einladung gekriegt. Spiel starten. Ja. Ja, es lädt was. Ne, Spiel kann derzeit nicht beigetreten werden. Dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt müssen wir ein. Warte. So. Jetzt versuch's nochmal, Kate. Ja, warte. Kann nicht beigetreten werden. Ich muss es nochmal selber versuchen. Man muss so kurz eine Sekunde warten. Ja, ich warte. Nee, kann ich nie machen. Ich gehe, glaube ich, mal kurz aus dem Spiel raus. Ich starte das einfach mal neu. Mortis. So. Diese Mod in... was? Ich glaube, ich habe meine Guacamole ein bisschen zu scharf gemacht. Ist noch so an der Grenze zu okay, aber ich glaube, wenn ich einen ganzen Bottich esse, könnte es Probleme geben. Das war schwer, nicht den ganzen Bottich zu essen. Also ich kenne das Problem mit Guacamole. Wenn ich mir die gemacht habe, überlebt die eigentlich keinen Tag.
Ja, so ist es ungefähr bei mir auch. Wenn es gut läuft, einen halben. Ja, so ungefähr. Ich habe hier auch eine ganze Gurke und zwei Paprikaschoten aufgeschnitten, die ich da jetzt immer so reindippen wollte, über so den Abend verteilt insofern. Über den Abend Falafel, wolltest du sagen? Das wäre auch geil. Mir fehlt auch so ein Fladenbrot dazu. Ich habe leider keins und mein Bäcker hat heute auch zu wegen Pfingsten. Ah, oh, du musst ja Pfannenbrot selber machen. Das ist voll easy und das schmeckt fast genau wie Naanbrot. Das schmeckt wie eine Mischung aus Naanbrot und Focaccia. Klingt nicht verkehrt. Brauchst du auch nur, glaube ich, 3 Zutaten. Ich glaube, ein bisschen Backpulver, Mehl, Wasser und ein bisschen Salz oder so. Also das kann ich dir gleich mal das Rezept aussuchen, wenn du Bock hast. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht. Da habe ich, glaube ich, nicht mal mehr Backpulver drin gehabt. Ich glaube, das war nur Wasser, Mehl und Salz. Ja, ja. Musst du dann halt auch einfach nur in der Pfanne ausbraten und gut ist. Mega. Was ist dann mit Öl? Weil ich hatte so gesehen, ja, ich mache das mit Öl. Ich hatte gesehen, dass Leute, die teilweise auf der verkehrten Seite der Pfanne, die hatten so eine runde, also nicht gusseisern, sondern irgendwie eine andere Pfanne, die halt quasi eben war von der anderen Seite und da haben die umgedreht und haben da das auf der Rückseite draufgelegt, dass es dann so untergepellt hat und das sah ganz cool aus. Ja, aber ich wüsste nicht, ob ich mir meine Pfannen dafür versauen wollen würde. Also die ich gesehen habe, konntest du damit nicht versauen und die waren von beiden Seiten das gleiche Material. Also ja, dann brauchst du aber halt auch so eine Pfanne, wenn du die nicht hast. Ja, sage ich ja. Nee, also ich mache das einfach ganz normal. Ich brate die halt mit Öl in der Pfanne aus, so wie Pfannkuchen im Prinzip. Und ich mache in den Teig auch gerne irgendwie noch so ein bisschen Oregano oder sowas mit rein. Oder halt ne so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht auch noch Knoblauchgedöns oder sowas. Klingt nicht schlecht. Dann schmeckt das sehr, sehr geil. Und? Klappt's mit dem? Ja, das Spiel hat jetzt gerade gestartet. Nö, ich kann nicht beitreten. Sehr strange. Ich starte mal mein Spiel neu. Klappt nicht, oder was? Nee. Kate kann nicht beitreten. Komisch. Sag ja, es wird ein klassischer PUBG-Abend werden. Ach, warum nicht? Ja, wäre jetzt auch okay. Ja. So ist nicht, aber. Sag mal, Kati, hast du die Waffe vorher gemoddet? Gemoddet? Nee, ich habe die gekauft und dann bin ich halt okay. über mein. Du hast sie dann in den Waffenslots da hinten drin. Ja. Ne? Und da kannst du dann noch unten rechts auf Waffe modifizieren oder so. Und da alles kannst klar. Du dir dann Schall der. Müsste bei Mündung sein. Perfekt. Witzig, ich habe jetzt nochmal den Juwelier, aber nur als normal. Okay, ich nehme den mal. So, okay. Warum habe ich was ist Guacamole, mag ich sagen? Avocado, Limonensaft, ein bisschen Knoblauch, Kreuzkümmel, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Ein bisschen Chili und das Ganze quasi im Endeffekt zerdrückt oder püriert, je nachdem, ob du die billige, schnelle Variante machen willst oder halt nicht. Ich will nicht klugscheißern, Max, aber es heißt Avocado. Avocado? Ja. Kennst du nicht dieses Video, wo irgendwie so 1000 Begriffe so komisch ausgesprochen werden? Das ist so witzig. Suche ich nachher raus und schick dir das mal. Das ist so geil. Ach ja. Avocado. Es heißt Leviosa. Leviosa. Ey, da hat einen Stumm schalten. Wieso haben wir denn jetzt irgendeinen anderen Dude dabei? Hey? Keine Ahnung. Ich bin nicht da. Du hast mir keine Einladung geschickt. Hab ich vorhin auch nicht. Jetzt kann ich auch beitreten. Ja, jetzt haben wir ja trotzdem irgendwie einen dabei. Und den kann ich diesmal irgendwie nicht rausschmeißen. Okay. Kann man den nicht vote kicken? Ist der vielleicht der Host? Keine Ahnung. Warum sind wir bei dem im Spiel? Was soll das? Warte mal, Felix ist auch nicht dabei. Nein, ich kann auch nicht mehr beitreten jetzt. Okay, warte mal. So, vielleicht habe ich was Falsches genommen. Nee, geht nicht. Da. Vocado. Annehmen. Jetzt bin ich wieder bei dem drin. Nee, ich will doch aber selber aus online spielen. Witzig. Nebenjobs, Mutation, okay, Filter, bla, keine Ahnung.
Ich hätte gern das einfach so, dass wir nicht mehr. Jetzt leckern, ist mega geil. Ist mega geil. Und dazu kannst du einfach Sachen reindippen, Monkey. Das ist voll geil. Oder einfach auf dem Brot. Ich esse es ganz gern, mach mir dann die schnelle Variante. Also wirklich, hau das alles einfach nur wirklich ne, in den Mixer. Prst, klatsch das durch und dann ist es wie so eine Art geile Paste. Und das hau ich mir dann aufs Brot und beleg mir das dann noch so mit anderen Sachen. Das ist teilweise auch ganz geil. Selbst auf dem Burger kannst du auch mit Guacamole arbeiten. Das ist zum Teil auch ganz lecker. Mhm. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir auf PUBG umsteigen? Ja, wenn wir jetzt hier keine Lobby mehr zustande kriegen, dann haben wir keine Wahl, oder? Ja, ich muss auch sagen, so im Großen und Ganzen haut's mich jetzt auch jetzt einfach nicht so richtig vom Hocker, also. Selbst wenn wir jetzt nochmal reinkillen. Ja. Also, ne, dann weiß ich nicht, hast dich ja schon entschieden, dann wechseln wir wohl zu PUBG. Ja. Gut, dann lassen wir das hier mal sein und dann switchen wir mal eben kurz. Das heißt, gib uns mal so 10, 15 Minuten wahrscheinlich und dann geht's gleich weiter mit PUBG Hizzle. Und dann schauen wir mal. Nee, Apex heute nicht, das auf die Schnelle nicht. Mal gucken, müsst ihr wahrscheinlich auch erstmal laden und so. Mal gucken. Also,